Hin, ja. Tag Robin vom TV Wetzlar. Morgen, Mahlzeit. So, ob ich jetzt ganz bis da hinten hinkomme, weiß ich nicht. Kommt mal ein bisschen näher, Mädels und Buben. Aber nur ein bisschen. Das reicht schon, finde ich. Ja, wir wollen ja der Heike das auch nicht zu leicht machen. Ja? Klar. Ich habe nämlich in Wiesbaden gesehen, viel mehr als 13 Meter ging da nicht. Deshalb bin ich jetzt sehr gespannt, ob du hier mehr machst. Ja? Wahrscheinlich nicht. Das interessiert mich jetzt schon. Wichtig ist, mit dem Fuß auf der Leine stehen, weil sonst liegt der ganze Ball im Wasser. Ziel ist es, euer Opfer zu treffen, dass es den Ball halten kann, dass wir unser Opfer an Land ziehen können damit. Das heißt, man kann das auch nur mit ermüdeten Schwimmern machen, die noch geistig voll da sind, die nur müde sind, die einen Krampf haben. Die können sich dann daran festhalten und dann wird unser ermüdeter Schwimmer an Land gezogen. Ich probiere das jetzt mal. Kriegst du mal. So, Achtung. Das sind nicht 13 Meter. Das sind nicht 13 Meter. Deine Truppe ist hier schon am Schmunzeln jetzt gerade, Heike. War natürlich auch ein bisschen fies von mir mit 18, ja? Ja, weiß. Kein Problem. So, jetzt, aber ihr könnt ja noch mal einen Meter vorkommen. Ja, guck mal, die sind schon so am Bibbern, die warten jetzt unbedingt auf deinen Ball. Bin gespannt, ob sie sich das Mädel aussucht oder den Jungen. So, einer greift sich jetzt den Ball, einer greift sich den Ball, legt sich ins Wasser. Ja, leg dich mal hin, halte dich an dem Ball fest und dann ist es eigentlich ziemlich einfach, meinen Schwimmer hier raus zu befördern. Halte dich mal komplett fest. Okay. Gut. So, das ist eins der Rettungsgeräte, die man von Land aus benutzen kann. So, jetzt kriegst du mal einen Applaus, oder? Hat ihn hier gerettet? Ja, du kriegst ihn natürlich auch mit den Applaus, ist ja völlig klar. So. Zweite Rettungsgerät, was ich mitgebracht habe, ich glaube, das kennt so gut wie jeder. Das ist eigentlich eine Rettungsboje, aber eigentlich nur noch unter Baywatch-Boje bekannt. Ja, David Hasselhoff lässt grüßen. Jonas, jetzt musst du Gas geben. Jonas wird uns dann demonstrieren. Das ist nichts anderes wie eine Auftriebshilfe, eine Plastikaustriebshilfe, die man in die rechte oder linke Hand nimmt, je nachdem, ob man Rechts- oder Linkshänder ist. Hier diese Schlaufe, die hänge ich mir so über. Halte die Boje von mir. Wichtig ist, wenn ich jetzt da reinspringe, ich werfe die Boje weg, wo am geschicktesten hin? Zur Seite. Wenn ich sie nach vorne werfe, dann besteht die Gefahr, dass ich da drauf falle. Jonas? Jonas! Jonas, das ist ein Meter tief, du entscheidest selber, ob du springst also, oder nicht. Also, ihr passt bitte auf, es ist nicht ganz so tief hier. Ein Meter. Wir werfen die Boje zur Seite, schwimmen zum Opfer und können dann die Boje unserem Ertrinkenden hinreichen. Der kann sich daran festhalten und wir können dann zurückschwimmen. Das kann man natürlich auch nur mit Schwimmern machen, die müde sind und erschöpft sind. Mit jemandem, der bewusstlos ist, geht es nicht. Jonas, ich sehe da hinten ein Mädel, was ganz erschöpft ist. So, ich Jonas, sehe, dass sie sehr erschöpft komm mal ein bisschen ist. Näher hierher, dass du da reinspringst. Möchtest du einen Kopfsprung oder ist nicht so tief? Okay, dann mach. Jonas macht einen Gleitsprung, das heißt, da kommt er nicht so tief unten auf. Das ist clever von ihm. Ja. Jonas, hol sie raus. So, jetzt. Ihr seht, Jonas schwimmt jetzt an, hat die Boje hinten im Schlepptau. Zieht die Boje jetzt dran, gibt sie dem Mädchen. Das kann sich festhalten. Leg Jonas, dich hin, leg dich hin, Mädel. Ja, genau. Jonas schwimmt jetzt zurück. Taxi-Service à la Jonas. Guck mal, schon lacht sie wieder, Heike. Ja, schon lacht sie wieder, Heike. Ja, so schnell haben wir die glücklich gemacht, die junge Dame hier. Und wir kriegen mal für Jonas und die junge Dame einen großen Applaus hier. Super, Jonas. So. Das war das zweite Rettungsgerät. Das darf auch jeder gleich von Ihnen hier gerne ausprobieren. Wie jetzt? Sich retten lassen oder das Gerät? Beides. Ihr dürft euch retten lassen, ihr dürft euch die Geräte selber ausbenutzen. Gisela, jetzt kommt unsere nächste Rettungsschwimmerin. Das ist die Gisela. Die Gisela hat den sogenannten Gurtretter dabei. Der funktioniert ähnlich oder fast genauso wie die Boje. Der Vorteil ist, er hat hier vorne, wie ihr seht, einen Karabinerhaken. Man kann das dann so um den Bauch legen und hinten zumachen und hat eine prima Auftriebshilfe, um den ermüdeten, erschöpften Schwimmer an Land zu ziehen. Gisela, los!
Weil die geht auch gleich so ins Wasser, ist ja unglaublich, schwimmt gleich los. Ja, es ist leider nicht tief genug hier für uns. Normalerweise machen wir galante Kopfsprünge. So, jetzt klingt sie ihn ein, richtig? Genau. Dieses Gerät kann man auch benutzen, einfach nur als Auftriebshilfe, um dann jemand auch aufs Beinboard zu befördern. Und wir wollen festhalten, wenn jetzt jemand 100 Kilo wiegt, den hätte Gisela jetzt auch da im Schlepptau, oder? Ja, auch das geht, genau. Also wenn hier einer der Herren irgendwie mit 100 Kilo in etwa, so unter 90 mache ich es nicht, gerettet werden will von Gisela, das würde ich ja gerne mal sehen, ja, dann darf noch gerne ein Schwimmer hier reinkommen. Gisela schafft das, das weiß ich. Applaus ganz genau. Für Gisela und ihren Rettenden. So, Vanja, bist du der Nächste? Jetzt haben wir ein Rettungsgerät mitgebracht, dadurch, dass die sogenannte Rettungsleine. Vanja entknotet sie gerade. Ihr seht, hier ist so ein Gurt dran, den zieht man an wie einen Rucksack. Und dann ist mein Schwimmer an der Leine befestigt. Das heißt, ich habe einen Schwimmer und ich brauche einen Leinenführer. Das ist dazu geeignet, dass der Schwimmer gesichert ist und dass ich ihn gut an Land wieder befördern kann. Das kann man oben an der See oder am Meer gut verwenden. Jetzt können die jetzt wieder ein bisschen weiter weggehen? Oder wir können jetzt weiter. Ihr könnt ganz nach hinten gehen, Jungs. Geht mal ganz nach hinten, der rettet euch mit der Leine, nehme ich durchs Ganze. Machst du die Leinenführung bitte? Dann kann ich das erklären, Christoph. So, der Vanja zieht sich jetzt diese Schlaufen an wie ein Rucksack und ist somit an der Leine gesichert. So, und draußen hat er seinen Kumpel stehen, auf dem muss er sich absolut verlassen können. Christoph macht den Leinenführer, genau, der achtet auf, dass die Leine schön sich nicht verheddert. Und dann wird der Vanja an der Leine losgelassen. Wichtig ist, wenn der Vanja sein Opfer hat und er hat es fest, dass er dann die Hand hebt, weil wir es nicht unbedingt sehen können, ob er sein Opfer fest in der Hand hat. Das heißt, wenn der Christoph zurückzieht und er hat sein Opfer noch nicht, kann es sein, das Opfer, der Vanja wird ohne sein Opfer zurückgezogen. Also Vanja, wenn du so weit bist, die Hand heben, ja? Und los geht's! So, guck mal, der Trainer vom TV Wetzlar guckt natürlich schon zu, ob der auch was für seine Trainingsgruppe wäre. Ja, ob der schnell genug schwimmt, da werden wir nachher was sehen. Wir sind Rettungsschwimmer, der TV Wetzlar hat ausgezeichnete Schwimmer. Ja, aber der TV Wetzlar kann immer auch Nachwuchsschwimmer gebrauchen, immer, ja, die helfen sich ja gegenseitig. Wir trainieren nebeneinander. Ich weiß. So, jetzt wird er rangezogen, so, ihr seht jetzt, das ist relativ einfach, der Christoph hat jetzt hier zu tun, der Vanja hält nur sein Opfer fest. So, und ihr habt meinen großen Applaus für Christoph, für Vanja und für den zu Rettenden. Genau. So, jetzt haben wir noch den Rucksack, wer hat den von euch? Den hast du da liegen? Heike, eins muss ich dich vorher noch fragen. Viele denken ja, ihr seid sozusagen auch Erste Hilfe, ihr seid Krankenhaus, ja. Ihr seid alles. Aber eigentlich bringt ihr den zu Rettenden an Land und dann geht's wie weiter? Richtig, wir bringen den zu Rettenden an Land. Die LRG heißt nichts anderes wie Deutsche Lebensrettungsgesellschaft. Das heißt, wir sind in erster Linie eine Rettungsgesellschaft. Selbstverständlich retten wir die Leute nicht aus dem Wasser, sondern wir sind auch fast alle ausgebildete Erste Hilfe. Also jeder, der bei uns ein Rettungsschwimmer ist, hat auch einen Erste-Hilfe-Schein. Wir haben auch Ausbilder in Erste-Hilfe und auch Sanitätsausbilder. Das heißt, wenn wir die Leute aus dem Wasser geholt haben, können wir sie selbstverständlich auch fachgerecht Erste-Hilfe betreuen. Das heißt, wir machen auch Wachdienst an den verschiedenen Seen hier in der Region und leisten dort Erste-Hilfe. Und man muss noch dazu sagen, ihr verdient damit nicht ein Vermögen, sondern das macht ihr alles in eurer Freizeit und das ist alles ehrenamtlich. Wir machen das komplett alles ehrenamtlich, das ist richtig. Also haben wir vielleicht noch mal einen Applaus für die ehrenamtlichen Retter hier von der DLRG, ja. Die ihre Freizeit dafür opfern, dass es uns allen besser geht. So, hier ist der Christoph, der Geschäftsführer der DLRG Ortsgruppe Vetzlar. Das ist das letzte Rettungsgerät. Das ist der sogenannte Wurfsack. Das funktioniert ähnlich wie der Ball. Da ist eine ganz lange Leine in dem Sack drin. Hier hinten ist ein Gewicht und eine Schlaufe. Das wirft man seinem Ertrinkungsopfer zu. Und dann kann man es an Land ziehen. So, Christoph, das darfst du jetzt mal ausprobieren. Ich glaube, Christoph, deine Chefin hat jetzt gerade die Messlatte sehr hochgelegt, wenn sie noch gesagt hat, Geschäftsführer, du musst 18 Meter schaffen, ja? 18 Meter, schaffst du die? 18 Meter. Das war jetzt einfach. Volle Kanne. Wenn hinten raus ist, beim Volleyball. Boah, das war aber jetzt unglaublich stark. Also, da kriegt er mal einen Sonderapplaus für. Jetzt hängst du dich einfach daran. Ich wusste schon, warum ich einen Christoph für sowas benutze. Nicht schlecht, hat fast genau den Rand getroffen. Ja. Hatten wir auch noch nicht. Oder also Bademeister, wo ist er? Bademeister hatten wir noch nicht, oder? Das war stark.
Ja, sehr, sehr stark. Das ist auch was, was wir im Training dann halt immer üben, weil das muss sitzen. Das ist natürlich... Also wir waren mit der Swim City wirklich schon in vielen Städten, aber dass einer so ganz locker, Christoph, durchs Becken bis hinten an die Wand, da bist du der Erste, ja, und nochmal ein extra Applaus für Christoph und natürlich auch für den zu rettenden. Ja, das hat das er stark gemacht. Waren und du darfst sie jetzt auch wieder packen, die Leine, damit sie nochmal jemand benutzen kann. Musste uns erklären. Wie muss er jetzt, stell dir mir so vor, komm nochmal zu mir, Heike, du willst einfach nicht zu mir, ich merke das schon. So ein Fallschirmspringer würde ja immer sagen, wenn ich meinen Fallschirm selber gepackt habe, dann weiß ich auch, dass er geht. Wenn wir uns den Christoph jetzt angucken, der packt sich jetzt das genau nach welchem Prinzip rein oder stopft der einfach nur? Das wird einfach nur reingestopft, da gibt es kein Prinzip, es muss halt nur einfach reingestopft werden. Also ist egal, ob die Leine nass ist oder nee, trocken? Normalerweise muss sie trocken sein, wir stopfen sie jetzt noch, damit sie nochmal benutzt werden kann. Ich werde sie nachher, wenn wir fertig sind, mit nach Hause nehmen und in meine Dusche aufhängen zum Trocknen. Wann lässt sie sich denn leichter werfen, wenn sie nass ist oder wenn sie trocken ist? Wenn sie trocken ist. Wenn sie trocken ist, ja. Ist es einfacher. Ja. Dann wollen wir nochmal hinweisen, an vielen Weihern und an vielen Seen gibt es so am Uferrand Rettungsringe. Manche denken, da könne man gut mitspielen, aber völliger Unsinn, die sind manchmal für euch sehr nützlich, oder? Ja, die kann man natürlich auch einem Ertrinkenden zuwerfen, ganz klar. Oder selber als Auftriebshilfe benutzen, wenn man sonst nichts hat. Jetzt haben wir viel in diesem Jahr wieder gelesen. Viele Menschen in Deutschland sind ertrunken. Ja. Du als DLRG, woran liegt das? Die Leute hören einfach nicht. Es waren überall die roten Flaggen ausgezeichnet und die Leute sind trotzdem ins Wasser gegangen, auf eigenes Risiko. Und dann können wir nicht viel machen. Also wir müssen mal daran denken, DLRG ist, ich stelle mir das so vor, an der Ostsee, rote Flaggen hängen draußen, ja. Da ertrinkt gerade einer und dann ist das Wichtigste für euch schon immer, dass man darauf achtet, dass einem selber nichts passiert. Richtig. Der Eigenschutz ist das Höchste, was wir immer, auch bei Erste-Hilfe-Kurs, Eigenschutz ist das Allerwichtigste. Das heißt, wir achten immer auf unsere Schwimmer, deshalb auch zum Beispiel die Rettungsleine, dass wir jemanden haben, den wir dann auch wieder rausziehen. Oben an der See benutzen wir natürlich auch Boote. Wir haben immer Boote im Einsatz, die dann auch die Schwimmer da rausholen können. Also liebe Wetzlarer, bitte denkt da einfach mal dran, wenn ihr die gut leiden könnt, und da gehe ich mal von aus, dann solltet ihr nicht irgendwelche Situationen heraufbeschwören, wo die ihr Leben für euch hingeben müssen, weil das finde ich einfach nicht fair. Die sollen euch ja retten, wenn es euch wirklich schlecht geht. Achtet ein bisschen darauf. Was ist denn so aus deiner Sicht die wichtigste Baderegel? Ja, sich einfach nicht überschätzen. Nur so weit rausschwimmen, wie man es auch kann. Und auch wenn da so eine rote Fahne weht? Dann schon mal überhaupt nicht. Also rote Fahne ist immer No-Go. Überhaupt nicht ins Wasser gehen. Ganz, ganz wichtig. Vielleicht müssen wir unseren Leuten noch mal erklären. Wie kommt ihr dazu, so eine rote Fahne zu hissen? Das macht ihr ja nicht nach Lust und Laune. Nein, das ist natürlich wetterabhängig. Da wird der Wetterdienst angerufen und dann muss man die Strömungsverhältnisse im See sehen oder im Meer und danach richtet sich das. So, also, das haben wir jetzt auch noch mal geklärt. Wenn jetzt jemand sagt in Wetzlar, das finde ich ganz toll, was die DLRG da macht. Ihr lebt von Spenden, ihr lebt von Beiträgen. Wo kann man sozusagen euch helfen? Wir haben ja Ice Bucket Challenge viel gemacht in Wiesbaden. Da ist ein bisschen Geld auch für die DLRG Wiesbaden zusammengekommen. Ja. Wo kann man bei euch hinspenden? Wie kann man euch unterstützen? Ja, also wir haben natürlich ein eigenes Konto. Da unser Geschäftsführer kann das bestimmt auswendig, ich jetzt nicht. Ansonsten findet man ganz viele Informationen über uns auf der Homepage. www.dlrg-wetzlar.de. Da ist auch noch ein Informationsstand. Die Dagmar und die Isabel betreuen den, da können Sie sich gerne an uns wenden. Ansonsten sind wir montags, mittwochs, donnerstags, freitags und samstags im Schwimmbad. Wir haben da ganz viele verschiedene Trainingszeiten. Es kann jeder gerne zu uns kommen. Wir stehen dann oben an der Theke und wer bei uns mal Probe schwimmen will, auch das ist kein Problem. Schwimmen lernen kann man bei euch auch? Man kann bei uns schwimmen lernen. Wir haben Kleinkinderschwimmen, wir haben Anfängerschwimmen und wir haben auch Erwachsenenschwimmkurse. Auch Erwachsene, die noch nicht schwimmen können, können sich gerne an uns wenden. Wir haben, glaube ich, sogar 2 Erwachsenenschwimmkurse. Gut, werden wir von deinen Jungs und Mädels jetzt noch was sehen? Zeigen die uns noch was intern oder was haben die vor? Wir sind noch ein paar, wollen sich noch mal ein paar retten lassen? Die ja, Mama, möchte denn gerne mal jemand ins Wasser von meinen Leuten hier gerettet werden? Ich suche immer noch meinen Papa, der so 80 Kilo hat und vielleicht auch 100 also und sagt... Kann gern jemand noch hier ins Wasser kommen? Ihr könnt auch die Rettungsgeräte gerne selber ausprobieren. Wer gerne mal die Boje probieren will, wer mal den Ball werfen will, nur Mut. Und ich würde gerne Gisela mal sehen, wie sie einen Mann rettet, der so 100 Kilo hat. Gisela schafft das. Das würde mich schon interessieren. Ja, das würde mich schon interessieren. Mit ansonsten, Martin, komm. Mal, ja, der Ehemann, der macht das mal. Der muss für sowas hinhalten. Jetzt frag dich Gisela, welches Rettungsgerät? Heike, du weißt das bestimmt. Wer war denn zuerst bei der DLRG? Sie oder er? Ich glaube, der Martin. Martin war vor dir? Gleichzeitig? Okay.
Okay, also gleichzeitig. So, dann bleibt man bei der DLRG, auch wenn man an unterschiedlichen Orten ist. Das bleibt man. Guck mal, die Jungs, die nehmen jetzt die Bälle rüber, damit die Zuschauer da drüben das auch noch besser sehen können. Genau. Jonas, ganz toll. Vielen Dank. So, also jetzt muss er da ins Wasser, da kriegt er schon mal einen Applaus hier, ja? Ja. Unser zu Rettender war vorhin schon auf dem Krokodil unterwegs. Ja, scheint doch noch warm zu sein, das Wasser. Siehst du das? Ja, ja, der Martin schwimmt das jetzt warm. Der schwimmt das jetzt. Das sind 21 Grad. Das ist okay, oder? Ja, das ist okay. Ich habe gehört, die DLRG ist da relativ streng. So bei 16 Grad hört es auf, lustig zu sein mit ja, dem Wasser, richtig? Ja, das stimmt. Richtig? Dann ziehen wir Neoprenanzug an. So, guck mal. Die Gisela rettet jetzt ihren Mann aus dem Wasser. Der macht da schon wilde Sachen. Ja. Ja, gehen wir noch ein bisschen weiter, Martin. Wir wollen ja das ganze Becken ausnutzen hier, ja? So, jetzt schwimmt sie rüber. Dann hat sie hinter sich ziehend, wie bei David Hasselhoff. Genau. Und sie zieht dann die Leine an sich mit dem Gurtretter. Der Martin macht einen auf Ertrinken. Jetzt muss man auch aufpassen, so ein Ertrinkender, der macht ja auch unkontrollierte Bewegungen. Das ist richtig. Man muss auf jeden Fall Abstand halten. Also wenn jemand wirklich panisch ist, dann reicht man ihm das Gerät einfach hin, dass er es packen kann. Okay. Also niemals immer vermeiden, dass man von eben einem Ertrinkenden umklammert wird. Okay. Da haben wir auch noch schöne Befreiungsgriffe. Wir können auch gleich nochmal demonstrieren, das Transportieren und das Abschleppen. Machen wir nachher. Jetzt schleppt die Frau ihren Mann ab. Genau. Wenn ihr schon immer mal sehen wolltet, Jungs, wie das geht, wenn die Ehefrau ihren Mann nach Hause schleppt. So sieht das bei der DLRG aus. So sieht es bei der DLRG aus. Und wir schwimmen alle Kraul, weil das die schnellste Schwimmart ist. Ja, ihr dürft ruhig mehr klatschen hier noch. Also das machen sie ganz gut hier. Martin sieht ganz entspannt aus. Sie sehen beide relativ entspannt aus, finde ich, oder? Ja. Also ich finde auch, Gisela macht nicht so den Eindruck, als wenn es ihr gerade schlecht gehen würde. Nein, 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 nein. Gisela ist eine erfahrene Rettungsschwimmerin. So, wunderbar. Robin Gisela, guckt aber schon. Wollen wir deinen Mann jetzt formschön aus dem Wasser rausholen? Formschön? Ja. Ich zeige euch das mal. Formschön wollen Sie ihn jetzt aus dem Wasser holen. Ich bin sehr gespannt. So, jetzt wird der arme Kerl gepackt. Passt hier bloß auf mit der Kante. Die Hände haben sie übereinander genommen. Zwei Frauen schleppen jetzt einen Mann ab. Das sieht man nur in Wetzlar, also schaut schnell zu. Jimmy, das ist dir gestern erspart geblieben, ja? So, jetzt wird er abgetaucht. Sagen Sie mir, zack. So, und da haben sie ihn oben. Nochmal euren Applaus für die beiden Ladies. Martin hat sich extra schwer gemacht, ja. Martin, hast du gut gemacht. Und was machen Sie jetzt mit dir, Martin? Ich glaube, du kriegst jetzt gleich ein Küsschen von der Gisela. Wenn der Martin jetzt bewusstlos ist, dann werden wir selbstverständlich die Atemkontrolle durchführen und werden ihm eventuell erste Hilfe leisten, beziehungsweise wir werden Herz-Lungen-Wiederbelebung machen. Aber der Martin sieht eigentlich wieder relativ fit aus. Ich glaube, es ist unnötig. Wichtig ist beim Anlandbringen, dass wir einfach genügend Schwung haben, um unseren Schwimmer aus dem Wasser zu ziehen und deshalb dreimal abtauchen. Das machen wir auch, wenn wir die Leute aufs Boot ziehen. Wir tauchen sie dreimal ab und haben dann den nötigen Schwung, um sie ins Boot oder hier an den Beckenrand zu ziehen. Wichtig ist nur, dass man auf den Kopf aufpasst und dass er nicht mit dem Kopf auf den Beckenrand knallt. So, Heike, wir haben für das Erste, denke ich mir, mal eine Pause uns verdient. Okay. Wer jetzt noch reingehen möchte, kann das natürlich gerne tun. Wer hier ins Becken gehen will, mit DLRG oder ohne DLRG, nur mit unserem Bademeister, der kann das jetzt noch mal nutzen. Wir haben uns verabredet, Heike, damit es viele Leute mitbekommen, was ihr für Tolles tut. Wir machen eine kurze Pause, dann machen wir noch mal was mit euch. Und Martin, ich muss mal fragen, Martin, wie oft musstest du das schon mitmachen, dass deine Frau dich abschleppt so in der Öffentlichkeit? Ein, zweimal. Gut, dann vielen Dank nochmal, dass du mitgemacht hast, den Spaß, Martin. Auch deinen Applaus, guck mal, die waren alle zufrieden da draußen. Und ich glaube, Robin hat noch ein bisschen was an Giselas Freistilstil auszuwenden. Ja, war super. Ja, ja, aber das ist, weißt du, so einmal Schwimmlehrer, immer Schwimmlehrer. Ja? Ich habe da nur hingeguckt, wie er geguckt. Wahrscheinlich war er mit deiner Beinarbeit nicht zufrieden, der Schwimmlehrer vom TV Wetzlar. Ja, ja, so die, das sind ganz harte, also da kommen wir nicht dran. Wir sind Heike. Rettungsschwimmer. Heike, dann vielen, vielen Dank fürs Erste. Ja, gerne. Was machst du, dass es nicht regnet? Keine Ahnung. Keine Ahnung, okay, also wir drücken einfach alle die Daumen, dass es nicht regnet. Ihr könnt jetzt alle hier ins Wasser gehen. Und könnt euch ein bisschen amüsieren, ist der Regen vielleicht angenehmer. Die Rettungsgeräte liegen hier, dürfen gern benutzt werden. Ja, dann Heike, du bist ja hier in der Nähe. Wer also Fragen hat, wer was will, kann unten am Informationsstand rangehen oder gleich nach oben. Vielen Dank, Heike. Bitteschön, gerne.